Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Robert Bücking hat gerade gut eingeführt mit der Frage, mit der besonderen Belastung, die der Einzelhandel in Bremen momentan hat. Ich finde, den kann ich mich auch so nahtlos anschließen. Und Volker Stahmann hat eben auch nochmal insbesondere darauf hingewiesen, wie auch der Unterschied ist zwischen den großen Ketten und den kleinen Mittelstandhändlern. Ich finde, das ist auch ein guter Ansatz. Ich mache jetzt mal mit dem zweiten Part, fange ich an. Ich glaube, was ich vielleicht gleich auch nochmal kommen wird. In Deutschland wurden 2019, also vor Corona, etwa 2,3 Milliarden Kleidungsstücke im Einzelhandel angeboten. Davon werden etwa 10% nicht verkauft und aussortiert. Der größte Teil davon wird als sogenannte Postenverkauf an Zwischenhändler abgegeben für einen Bruchteil des Preises und überwiegend ins Ausland verkauft. Wie viel vernichtet wird, weiß man nicht genau, denn das findet erst statt, nachdem der Einzelhandel die Resteposten weitergegeben hat. Das größte Problem bei der Kleiderverschwendung liegt in der sogenannten Fast Fashion. Das ist der Trend, dass Kleidung immer kürzer getragen wird und immer schneller von Privathaushalten weggeworfen wird. Dazu tragen vor allem die großen Textildiscounter bei, die Volker Stahmann eben gerade ja auch schon angesprochen haben, die immer mehr Billigwaren auf den Markt werfen. Davon wird viel zu viel gekauft, die Ware hält aber auch immer kürzer. Im Schnitt werden Kleidungsstücke derzeit nach 2,5 Jahren weggeworfen. Die wandern von Privathaushalten in den Kleidercontainer. Das hat bereits vor Corona dazu geführt, dass der Altkleidermarkt fast zusammengebrochen ist. Es gibt so viel Altkleidung und so viel Altkleidung schlechter Qualität, dass sie niemand mehr abnimmt. Auch nicht, um daraus Putzlappen zu machen. Höherwertige Textilien gelangen immer seltener in den Altkleidersammlungen, weil sie nämlich auf eBay oder anderen Plattformen gehen. Das ist ökologisch gesehen eigentlich gut. Es verschärft aber die Probleme der Organisationen, die Altkleider verwerten. Viele karitative Organisationen mussten in den letzten Jahren selbst Kleidung vernichten, weil es keine Abnehmer mehr gab. Auf diese ganze Situation setzt jetzt diese Corona-Krise als solches auf. Der Lockdown im November hat dazu geführt, dass enorme Warenmengen bestellt, aber nicht mehr verkauft wurden. Das ist nagelneue Ware mit einem hohen Anteil Qualitätsware und die Gefahr ist real, dass davon letztendlich viel vernichtet wird. Das wird nicht der Handel selbst machen, der wird Bestände abgeben an die Postenankäufer, aber die werden davon jede Menge vernichten, weil sie aktuell keinen Markt dafür haben. Wenn man das vermeiden will, muss man den Einzelhandel dabei unterstützen. Es fallen Kosten an für das Sammeln, Lagerkosten, Kosten für die Verteilung. Das muss man mit dem Einzelhandel und den karitativen Organisationen zusammen erarbeiten, wie man damit umgehen will. Uns ist auch wichtig, dass hier keine neuen bürokratischen Aufgaben für die Verwaltung entstehen, sondern dass es eine zielgerichtete Initiative ist. Das wäre auch ein gutes Signal für einen anderen Umgang mit Textilien in der Zukunft. Denn eines ist klar, der Umgang mit der Kleidung muss sich auch jenseits von Corona ändern. Wegwerfkleidung ist eine Sackgasse für die Umwelt, für die Herstellerinnen in Billiglohnländern, letztendlich auch für den Handel und die Konsumentinnen. Wenn dieses Signal von der Initiative ausgeht, dann leistet sie auch einen Beitrag für eine veränderte Praxis nach der Krise. Und genau auf solch einen Impuls müssen wir uns konzentrieren. Ich danke für die Aufmerksamkeit.